Streifzügen erläutert und zur Verteilung gebracht. Da ist ausreichend unterstützt, steht da ja mit in Verhandlung. Und am Wort ist der Abgeordnete Dr. Josef Tschapp. Josef Tschapp von der SPÖ ist als nächster am Wort. In der Debatte über den Vertrag lohnt sich ein wenig, über die Geschichte des Irak nachzulesen. Es ist eine sehr blutige, eine sehr dramatische Geschichte. Es ist ein Gebiet, in dem die europäischen Mächte, vor allem Großbritannien, in erster Linie präsent war, weil es um das Erdöl gegangen ist. Es ist der zweitwichtigste, größte Erdöllieferant in dieser Region. Und es ist so, dass natürlich dort mit harter Hand die Türken geherrscht haben, Großbritannien immer wieder präsent war und auf diese Art und Weise hier natürlich viel Schuld auch auf sich geladen hat. Und wir haben ja alle verfolgt haben, wie es dann zum Irakkrieg gekommen ist, wo wieder Großbritannien und Blair dabei war, das auf eine Lügengeschichte basiert hat, wo es kein UNO-Mandat gegeben hat und wo die USA und Großbritannien und andere hier völkerrechtswidrig agiert haben. Und das scheint etwas zu sein, das dann am Endpunkt mit den vielen Interventionen im Irak selbst zur Herausbildung des Islamischen Staates geführt hat, zu diesen Gewaltexzessen, zu dieser Auseinandersetzung zwischen Sunniten, Schiiten. Und man darf eins nicht vergessen dabei, es war ja auch der Westen nicht immer ganz wählerisch bei der Unterstützung von Potentaten und Saddam Hussein, der also in dem Krieg als Verbrecher gebrandmarkt und auch damit getötet wurde, das ist ja unbestritten. Aber zugleich war er der Liebling derer im Kampf gegen den Iran und wurde unterstützt mit Waffen und mit Geld und mit allen möglichen hier Leistungen. Und diese Geschichte muss man sich nur mal vor Augen halten, wenn man das alles sieht und wenn man dann sieht, was man da für ein eingeschränktes Vertrauen dort genießt. Und es war vor kurzem eine Delegation des State Department hier im Parlament und ich hatte die Gelegenheit, mit denen zu sprechen, auch mit anderen von der amerikanischen Botschaft, und die uns über die Werte, die gemeinsamen Werte Europas und der USA dargestellt haben, wo ich ein bisschen kritisch anmerken musste, aber die Trump-Wahlkampagne ist nicht der Ausdruck einer Werteautorität oder einer Wertetradition, das ist was radikal anderes. Aber nicht nur das, sondern wo auch hier zu verantworten hatte George W. Bush hier diese völkerrechtswidrige Intervention. Ich habe das deswegen hier auch ein wenig dargestellt, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass mit diesen und ähnlichen Verträgen die Europäische Union und auch Europa versuchen muss, mit dieser Region in einen anderen Kontakt, in eine andere Zusammenarbeit, auf der Basis wirklich von Werten hier zu agieren und nicht immer nur diese Länder zu taxieren, nachdem, welche Bodenschätze haben sie, was kann man herausziehen und welche korrupte Oberschicht kann man dort heranzüchten, die dafür sorgt, dass die ökonomischen Interessen der Wohlstandszone gewahrt sind. Und das, abschließend gesagt, ist natürlich auch einer der vielen, vielen Wurzeln, warum es dann zu diesen Wanderungsströmen gekommen ist. Aus wirtschaftlichen Gründen, wegen Kriegen, wegen Gewalt, wegen all diesen Dingen und wo sicherlich historisch betrachtet wir alle eine Mitverantwortung haben. Und daher sind wir auch gefordert, dafür zu sorgen vor Ort, dass es zu Veränderungen kommt, damit die Menschen eine Perspektive haben, dort zu leben, dort zu bleiben. So, das ist die Geschichte des Irak. Wir können diese Geschichte bei anderen vergleichbaren Ländern in dieser Region ähnlich auch darstellen. Und ich sage das nur hier, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass das auch einmal hier erwähnt wird. Josef Tschapp von der SPÖ mit einem kleinen Ausflug in die Geschichte des Irak. Nächste